Hallo meine Lieben, nicht erschrecken. Ich habe für euch schönen Look gemacht und so sieht es aus. Erstmal das Auge. Die Lippen sind ein bisschen arg übertrieben. Ich habe auch schön übergemalt, damit ich so einen schönen Schmollmund bekomme. Und ich glaube, das ist ganz gut geworden. Ja, und guck mal, was für weiße Zähne ich durch diesen Lippenstift bekommen habe. Total weiß, oh mein Gott! Also, das ist der Lippenstift. Ich habe hier nachher ins Zentrum ein bisschen. Das ist von L'Oreal Colorich Serum S502 und der ist red. Oh mein Gott, wie heißt der? True Red! Ah, passt super. Das ist der Look. Ihr werdet jetzt bestimmt sagen, wie sieht das denn aus? Wer soll denn das tragen? Ich kenne euch doch. Ich kenne euch einfach zu gut. Aber Leute, traut euch mal. Ich gehe so auch raus und das interessiert mich überhaupt gar nicht, was die anderen sagen. Und ich finde es schön und ja, mal ein bisschen so und nicht immer dieses selbe langweilige Make-up. Also legt euch in Action und zaubert mal was Tolles und geht mal so raus. Und wirklich, das meiste, ich kriege immer Komplimente für mein Make-up. Also trau dich, ne? Sei nicht immer so schüchtern. Ich habe für euch zwei Varianten von Haaren gemacht. Und zwar einmal hier so kleine Schweinsflöckchen. Also, ich habe jetzt nur hier vorne gemacht. So, und hier habe ich mal versucht, so eine Wasserwelle zu machen. Ja, müsst ihr halt selber gucken, wie ihr das am besten tragen wollt. So, aber jetzt kommen wir zum Make-up. Strahlemann. So, ich zoome euch ein bisschen rein. Also, das Make-up ist wirklich nicht allzu schwer. Aber bei mir im Schlafzimmer herrscht das totale Chaos. Jetzt suche ich wieder was und finde es wieder nicht. Ey, ihr könnt euch das hier mal angucken. Habt da mal einen Überblick. Totale Katastrophe und es geht ja noch in den Schränken weiter. Also bitte, entschuldige. Ich bin einfach ein Chaot. Also ihr fangt an mit einer Base. Mit einer Base. Ich finde jetzt keine. Ich mache jetzt ohne Base. Oh nein, ich kann nicht ohne. Warte mal kurz. Ich hatte dich doch hier eben gerade. Mensch. Ja, nee, vergiss es. Hier kann man nichts wiederfinden. So, also, ich nehme jetzt einen Concealer. Warte, ich rutsche mal näher. Habe ich irgendwie das Licht verdeckt? So. Also, das könnt ihr in Zukunft immer schon mal machen. Das Make-up ist super duper einfach. Ich glaube, man kann es erkennen, ne? So, wir fangen an mit meinem aller Lieblingslidschatten von MAC. Und zwar ist das. Rice Paper. Das ist so eine tolle Farbe. Jo, ein Pinsel. Einfach aufs Lid auftragen. Und das ist so ein schönes, bisschen gelbliches, leicht, so ein heller Ton halt auf jeden Fall. Und ich liebe den. Der öffnet mein Auge immer schön. Also den will ich mir, glaube ich, immer wieder nachkaufen. Oh, der ist so. Oh, mein Lümmel. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, also entschuldigt. Jetzt nehmt ihr einen Ton. Da muss ich selber gerade mal gucken, wie der heißt. Und zwar ist das Satin Taub. Taub. Keine Ahnung, wie der heißt. So, auch vom MAC. Der kommt ein bisschen in die Lidfalte hier rein. Oh mein Gott, der Look ist nichts, also dieses Schminken ist jetzt nichts Besonderes, aber die Technik, wie ich gleich die falschen Wimpern aufkleben werde, also das solltet ihr euch doch dann nochmal abgucken. So. Ich habe gestern ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Nee, vorgestern, Entschuldigung, vorgestern. Und die das alle gucken und sich angesprochen fühlen, ich knutsch euch, ihr seid echt ein Traum.
Jetzt nehme ich die Farbe Shadowy Lady, auch bei MAC. Das ist so mattes, dunkles, lila-mäßig. Ja, habe ich ja gezeigt. Und das kommt hier auch in die Lidfalte. So, nur ein bisschen mehr Tiefe verleihen. Und darüber kommt jetzt ein dunkles, mattes Schwarz, das ist Carbon bei MAC. Und das kommt auch rein. Guck, jetzt kriegt das noch mehr Tiefe. Da seht ihr, ne? Also es ist ein ganz simples Make-up. So. Ich streiche das so ein bisschen nach außen aus. Und verblende das ein bisschen. War die bei Jekyll schon drin? This is it. Ich habe ja eigentlich nur Gutes gehört, aber ich glaube, ich habe gar keine Zeit dahin zu fahren, weil das ist ja irgendwie nur 2 Wochen da. Das regt mich gerade ein bisschen auf, aber so. Habt ihr schon geguckt? Und? Was meinst du? Gut. Jetzt nimmst du wieder dieses Embark und jetzt machen wir schon unten weiter. Also das Make-up ist wirklich sehr, sehr einfach. Und zwar müsst ihr darauf achten jetzt. Wir wollen das Auge hier unten ein bisschen optisch noch größer machen. Deswegen ziehe ich den Eyeliner ein bisschen hier runter. So. Und dann hier wieder hoch. Also guck mal. Hier runter. Und dann wieder hoch. Also dass das sozusagen so irgendwie geht. Yeah. Jetzt blende ich das mal schon mit dem Finger. Eure Finger sind immer noch ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Also damit kann man echt viel machen. So, jetzt nehmt ihr euch einen weißen Eyeliner. Und der kommt schön fett in die Wasserlinie rein. Und eine von euch hatte mir mal gesagt, ich soll kein Kajal benutzen, weil es nicht durch die Wasserlinie auslaufen kann. Die Tränenflüssigkeit, Pustekuchen, die Tränendrüsen, die liegen hier vorne. Und das heißt, dort kommt auch die Flüssigkeit raus. Von daher ist das schwachsinnig, was du mir da erzählt hast. Also bitte, ihr könnt Kajal benutzen, das haben schon die alten Ägypter benutzt, also, und die sind auch nicht dran gestorben. Also bitte, ne? Erzählt hier keine Märchen. Das war aber jetzt mal eine böse Günni, Ebro. Entschuldigung. So, also schön fett Eyeliner rein. Jetzt tuschst du dir kurz die Wimpern vor. Ich forme sie mir eben vor. Mit einem Wimpernformer. Eine Zange, Zängchen. Und jetzt zeige ich euch halt den Eyeliner. Black Track von MAC. Am besten, ihr legt es immer umgekehrt wieder auf euren Tisch, weil jedes Mal wieder zuschrauben und wieder aufnehmen, das verschwendet sehr viel Zeit. So. Jetzt tragt euch einen schönen Eyeliner bis hier, fast nach oben, bis zur orientiert euch an der Spitze der Augenbraue. Und das machen wir jetzt auch. Wir fangen vorne an. Und werden nach außen hin immer dicker. Also vorne dünn. Ihr bewundert ja immer meine Technik, wie ich das so mache. Ne? Aber Übungssache. Jetzt geht ihr hier vorne auch ein bisschen die Spitze hier raus. So habe ich das da auch gemacht. Seht ihr das? Ja. Und nur ganz wenig so. Also vorne dünn. Und jetzt nach hinten schön dick werden. Orientiere dich an der Spitze deiner Augenbraue. Das mache ich zu. Ne? Das Schwierige ist immer, dass nachher... Oh, das sieht auch nicht schlecht aus, so doppelt. Ja, kommt denn? Das ist ein bisschen dick geworden, aber das macht nichts. Guck, wenn ich jetzt nochmal gucke, dann geht das wieder. So, und jetzt tusche ich ganz, ganz, ganz schnell meine Wimpern. Bitte entschuldigt, ich hätte das schon machen können, aber manchmal wollt ihr das ja auch sehen. Also ich habe echt im Moment eine Favorite Mascara von Essence. Die habe ich schon länger jetzt. Multi-Action Mascara, also die finde ich echt klasse, kann ich jedem empfehlen. Die toppt sogar mein Dior, also ganz ehrlich.
Jetzt tuscht ihr eure Wimpern. Ich tusche die nur vor, weil da kommen ja gleich Fake Lashes oben drauf. Und jetzt hier unten auch. So. Und jetzt habe ich hier eine Wimper von Red Cherry bestellt. Cosmetic for Less. Die sieht so aus und die ist am Ende schön lang. Und ich klebe die jetzt auf. Und zwar zeige ich euch jetzt die Technik, wie ihr das aufkleben müsst, damit es extra poppt. Leute, ich habe euch irgendwie so vermisst. Ich bin in letzter Zeit sehr viel beschäftigt, also es tut mir auch leid, dass ich euch ein bisschen vernachlässige, aber ich komme. Ne? Also tut mir leid, aber später werdet ihr mir das danken. Ich bin gerade so beschäftigt und ja, ich verrate euch irgendwann, was es ist. Ich wollte euch auch bestimmt aufstehen. Ne? So, jetzt warten wir kurz, ganz kurz. Also die Lippen müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, aber das am Make-up finde ich das sieht schon ganz toll aus, so wenn ihr mal so auf den Ball geht oder so, auch mit den Haaren so. Das hat sonst niemand. Vielleicht zeige ich euch das mit den Haaren nochmal, aber es ist sehr, sehr schwierig. Wo es geht. Man braucht nur die richtigen Utensilien dafür und das kriegen wir schon gemeinsam hin. So. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Hä? Oh nee. So, und jetzt klappt das sowieso wieder nicht. Pass auf. Ich guck mal über die Kamera. Aufkleben. Ich muss im Spiegel gucken, das geht nicht, warte. Ich nehme dich mal mit. Also. Aufkleben vorne am Wimpernkranz. Ne? Und hier hinten klebt ihr das Richtung Eyeliner nach oben hin. So. Ich klebe das hier nach oben hin. Seht ihr das? Hier ist jetzt so ein Spalt dazwischen. Aber das ist jetzt beabsichtigt. Deswegen müsst ihr diesen Spalt dazwischen schön dunkelschwarz ausmalen. So. Jetzt muss ich das so hinlegen, dass es dem Eyelinerstrich folgt, sozusagen. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr das? Ja. Wenn ihr das gemacht habt, tuscht ihr das hier nochmal schön am Ende. Wir wollen das Ende schön betonen, ne? Also ihr tuscht das hier am Ende schön. Ich bin aus Versehen gerade gegengekommen. Also bei Lippen solltet ihr vorsichtig sein. Also was ich jetzt gemacht habe, ich habe den Rand mit einem roten Lipliner gemalt. Dann habe ich das schwarz gemacht. Und dann habe ich das Rote dazwischen getan. Den von L'Oreal. Ich habe sie, wie gesagt, ein bisschen übergeschminkt, aber... So, ich zoome mal wieder raus. Ah! Oh, passiert mir ja jedes Mal. So. Ja, also das ist das Make-up. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich finde, es sieht ganz toll aus. Und die Augenbrauen könnt ihr auch ruhig ein bisschen dunkler machen. Also, ich habe da jetzt einfach einen schwarzen Kajal genommen. Ich wollte eigentlich was anderes mit den Augenbrauen machen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Der malt irgendwie nicht. Also schön schwarz anmalen. Ich wollte das eigentlich hier so hoch haben, so. Aber naja, ist auch wurscht. So, meine Lieben, das war jetzt das Make-up. Ich glaube, das ist echt nicht schwierig. Und
muss ich euch noch was erzählen? Das erzähle ich euch alles später. Ja, okay, meine Lieben. Bis dann. I love you. Tschüss.